Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Delta Hedging. Was genau ist Delta Hedging? Was kann man damit tun? All das heute im Video. Das Thema Delta Hedging, ne? Das setzt natürlich erstmal voraus, dass wir uns nochmal kurz zurückerinnern, was ist denn überhaupt das Delta? Und ihr wisst, das Delta, das ist einer der Griechen, die wir ja brauchen, um einen theoretischen Optionspreis zu berechnen. Ganz genau sagt ja das Delta, wie stark verändert sich der Wert oder der Preis einer Option, wenn sich das Underlying um einen Dollar verändert. So, Deltas gibt es verschiedene. Ich schreibe euch das 1, 2, 3. Ich schreibe euch das auch nochmal auf. Also, das Delta eines Calls ist immer zwischen 0 und 1 und das Delta eines Puts ist immer zwischen 0 und minus 1. So, das sind also erstmal die wichtigen Punkte, die wir uns merken müssen. Und das bedeutet also, wenn wir, machen wir ein Beispiel, du hast jetzt hier ein Delta, sagen wir mal, du hast eine Option mit einem Delta von minus 0,30. Was ist das dann? Genau, das ist natürlich ein Put. Und das bedeutet, wenn du eine Option hast mit einem Delta von minus 0,30 und jetzt verändert sich der Preis des Underlyings, also nehmen wir mal einfach halber, das wäre jetzt eine Aktie, um einen Dollar, dann wird sich der Preis dieser Option unbeachtet der anderen Dinge, also Volatilität, Zeitwertverlust und so weiter, um 30 Cent verändern. Okay? Geht es einen Dollar in der Aktie nach oben, dann wird der Put 30 Cent verlieren. Geht es einen Dollar nach unten, dann wird diese Option hier 30 Cent im Preis zulegen. Das Ziel ist es natürlich, wenn man ein Depot hat, dass man das möglichst delta-neutral gestaltet, ne? Oder das wäre das Optimum. Stellt euch einmal vor, ihr hättet ein Konto und alle Optionen, die ihr darin habt, wären delta-neutral aufgestellt. Wie das geht, reden wir gleich noch darüber. Aber stellt euch das mal vor. Das würde doch bedeuten, dass, wenn es nach oben geht, gibt es keine Veränderung. Und wenn es nach unten geht, gibt es auch keine Veränderung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein verkauftes Optionsportfolio hätten, ne, also wir hätten nur Optionen verkauft, und die Bewegung des Underlyings würden auf unser Depot keinerlei Einfluss haben, dann würden wir natürlich komplett vom Zeitwertverlust profitieren. Das wäre also das Optimum. Ich greife jetzt hier schon mal vor auf den Teil 2 des Videos, denn es wird einen zweiten Teil dieses Videos geben und kann euch jetzt schon mal sagen, dass Delta-Neutralität eine temporäre Illusion ist. Also wir als private Händler werden ein Konto niemals dauerhaft delta-neutral aufstellen können. Wenn wir jetzt gerade in diesem Moment ein Depot delta-neutral aufstellen, in dem Moment ist es schon wieder vorbei. Warum, wieso, weshalb? Das erkläre ich euch gleich. Jetzt gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie man ein Portfolio delta-neutral oder wie man eine Position delta-neutral aufstellen kann, also Delta-Hedging betreiben kann. Ich will euch das mal zeigen. Und zwar, es gibt einmal die Möglichkeit, dass wir ein Portfolio mit Hilfe von Optionen delta-neutral gestalten. Also, stellen wir uns das Gleiche wieder vor. Ihr hättet einen Put. Machen wir es mal noch so hier. Also, ihr habt einen Put und der hat ein Delta von minus, wir bleiben mal dabei, 0,30. So, wenn ihr jetzt im gleichen Underlying, gleiche Laufzeit, na, wobei Laufzeit ist gar nicht so wichtig, aber gleiches Underlying, wenn ihr jetzt einen Call dazu nehmt, und der hat ein Delta von 0,30, ne, der hat ja ein positives Delta, der Put hat ein negatives Delta, dann ist das unterm Strich 0. Das heißt, das Delta wäre hier 0. Und da ist es jetzt vollkommen egal, ob ihr diesen Put und den Call jeweils verkauft habt oder aber, ob ihr diesen Put und diesen Call gekauft habt. Ne? Natürlich geht es nicht, wenn ihr jetzt sagt, ihr verkauft einen Put und kauft dann einen Call. Dann habt ihr keine Delta-Neutralität.
Ne? Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich habe einen Put gekauft, jetzt kaufe ich noch einen Call, dann ist das Delta neutral. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe einen Put verkauft und verkaufe auch einen Call, dann habe ich Delta-Neutralität. Und das kennt ihr ja zum Beispiel, wenn ihr hier sagt, hier, ich habe einen Put geschrieben, jetzt geht es gegen mich, schreibe ich einen Call am selben Delta, habe einen Short Strangle und der ist dann in dem Moment, wo ihr das macht, Delta-neutral. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, wie man ein Portfolio oder wie man eine einzelne Position delta-neutral gestalten kann. Und das ist mit Hilfe des Underlyings. Und auch hier machen wir mal ein Beispiel an den Aktien. Und zwar, wir bleiben einfach mal dabei und sagen, okay, wir hätten wieder einen Put mit einem Delta von minus 0,30. Und angenommen, ihr habt diesmal diesen Put gekauft. Okay, ihr habt den Put gekauft. Und das bedeutet ja, was erwartet ihr, wenn ihr einen Put kauft? Genau, dass der Preis nach unten geht. Wenn jetzt allerdings die Aktien steigen, ne, dann verliert ihr ja mit dieser Position. Und um das jetzt auszugleichen, könntet ihr beispielsweise die Aktien, also das Underlying, direkt kaufen. Die Frage ist, wie viel Aktien kauft ihr jetzt? Naja, und das kann man relativ simpel ausrechnen, nämlich eine Option im Aktienbereich bezieht sich ja immer auf 100 Aktien. So, und das heißt also, dass ihr mit einer Option, die ein Delta von minus 0,3 hat, dass ihr dann genau 30 Aktien eigentlich bewegt. Und das heißt, ihr könnt mit 30 Aktien diese Position delta-neutral gestalten. Wie müsstet ihr das machen? Also angenommen, ihr habt diesen Put gekauft, jetzt geht der Preis nach oben und ihr wollt hier Delta-Neutralität herstellen. Was macht ihr? Ihr geht long in der Aktie, Long-Aktie, und zwar 30 Stück. So, weil 100 Aktien haben quasi ein Delta von 1,0, 30 Aktien hätten jetzt ein Delta von 0,3. Minus 0,3 plus 0,3 ist nur ihr Wert delta-neutral aufgestellt. Umgekehrt ginge es natürlich genauso, wenn ihr diesen Put verkauft hättet. Ihr habt also diesen Put short und jetzt geht der Preis nach unten. Was passiert? Na klar, das tut eurem Put weh. Wie könnt ihr das Ganze ausgleichen? Ganz einfach, indem ihr jetzt wieder 30 Aktien handelt, aber eben diesmal nicht long, sondern short. Das wäre also eine Möglichkeit, wie ihr auch hier Delta-Hedging betreibt. Und ihr wisst natürlich, das Delta wird sich wieder verändern, je nachdem, wie sich der Preis des Underlyings verändert. Und dann müsstet ihr eben hier die Anzahl der Aktien auch entsprechend verändern. Jetzt könnt ihr euch vielleicht schon denken, dass das in der Praxis relativ kompliziert sein kann. Wie man das allerdings trotzdem in der Praxis umsetzen kann und wer das hauptsächlich nutzt und wie wir das Ganze machen, wenn wir zum Thema Future und Delta Hedging mit Futures uns unterhalten, das gibt es dann im zweiten Teil, der kommt in ein paar Tagen. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg an den Märkten. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt mir das hier unten in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, euch demnächst ja wieder auf diesem Kanal zu sehen. Wir sind jetzt über 9000 Abonnenten. Wow! In so einer kleinen, engen Nische, über 9000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf eure Kommentare. Bis demnächst. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.